Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines After Dark auf dem Kanal Safter Gaming, Memphises am Mikro, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn wir haben wieder einiges vor, wie jede Folge. Es gibt ja in diesem Spiel immer was zu tun, und was ich eigentlich jetzt geplant hatte für dieses Spiel, erstmal hier den Autobahnanschluss fertig machen, das fällt mir gerade auf, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht, dass ich hier noch so eine kleine... ein Ende offen habe. So, jetzt hätten wir das nämlich auch angeschlossen. diese Folge wollte ich den Güterbahnhof final endlich mal bauen, denn wir haben ja super viele Gewerbe-Industriegebiete gebaut, und es wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass das Ganze mal mit Schiffen vielleicht abtransportiert werden kann, der ganze Kram, beziehungsweise eben auch mit einem Güterbahnhof, über einen Güterbahnhof. Dementsprechend brauchen wir erstmal einen zentralen Zubringer für diesen Güterbahnhof oder die Güterbahnhöfe. Dafür müssen wir das Ganze hier noch einmal ein wenig umbauen. Und zwar, dass diese Autobahn sozusagen einmal hier rüber geht. Der Güterbahnhof braucht nämlich auf jeden Fall einen eigenen Autobahnanschluss. Ansonsten verstopft das Ding wirklich komplett. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich mache jetzt erstmal Pause und versuche erstmal diese ganzen Straßen, die wir dafür benötigen, jetzt erstmal zu bauen, ne? Das heißt, der Güterbahnhof irgendwie hier irgendwo hin soll, dann, das wäre ja erstmal sozusagen diese Anschlüsse so ein bisschen, fertig bauen schon mal. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie das hier am besten passt. Hier haben wir nämlich schon ein richtiges Platzproblem an der Ecke hier. Gerade durch den Tunnel hier. Mal gucken, also mit der Brücke wird das hier nicht hinhauen. Dementsprechend, ich muss das Ganze einfach nochmal ein bisschen, anders gestalten sozusagen von dem Platz. Und zwar die Brücke, die kommt jetzt einfach mal zack hier so hin, ne? Ja, dann passt das. Jetzt habe ich gescrollt, das wollte ich gar nicht. Hier kommt dann noch so ein kleiner Zubringer rüber, ne? Und der geht dann einmal hier hoch und und dann kommt hier gleich noch hier drüben sozusagen. Ich muss das gerade hier nochmal alles ein bisschen breiter machen. So, zack. Der Autobahnanschluss, der kommt jetzt einfach hier rüber. So, ja, dass wir auf jeden Fall hier die Autos so ein bisschen, also dass wir die hier rüber kriegen, die ganzen Laster. Haben wir hier mal einen Anschluss, hier haben wir einen Anschluss, und wir brauchen hier drüben noch einen. Aber hier passt das eigentlich soweit eigentlich ganz gut. Hier haben wir nämlich noch ein bisschen Platz. Dementsprechend mache ich das auch wieder so, dass ich das hier auf die Wendespur mache, dass die Autos sich auch schön links halten, hier nicht so alles komplett verstopfen, ne? Ja, dann können die nämlich einmal hier rüber, zack und zack, und genau. Und sollte das eigentlich soweit alles passen. So, jetzt brauchen wir natürlich, wenn wir das schon bauen, natürlich auch eine Bahnstrecke. Ich brauche hier für die Züge Bahngleise. Wieso kann ich die noch nicht bauen? Ich muss erstmal einen Bahnhof bauen. Na gut. Natürlich brauchen wir dafür einen Güterzugbahnhof. Das Gebäude muss neben einer Straße platziert werden, Alter. Ja gut, das heißt, ich muss jetzt erstmal hier gucken, dass ich das Ganze so ein bisschen anschließe hier alles. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich brauche natürlich auch noch ein bisschen Platz hier für die Straße, falls ich hier mal erweitern muss. Deswegen baue ich jetzt hier so eine kleine langgezogene Kurve. Die beiden Gewerbegebiete hier, die werden zusammengelegt. So, die kriegen einen Anschluss. Das Gewerbegebiet dahin kriegt nochmal einen eigenen, ne? Also das hier. Weil eventuell baue ich hier noch so ein kleines Industriegebiet hin. Dementsprechend entspanne ich das Ganze dann so ein bisschen. So, die kriegen, wie gesagt, hier einen Anschluss. Warum mache ich das dann eigentlich so? Ich muss einfach hier so zentral zusammenführen. So, einmal so. Ich reiße es gerade nochmal ab. Und, führe das dann hier so zusammen. Und dann kommt hier so eine schöne sechsspurige Straße hin. Zack. Na, einmal hier so das Ganze ein bisschen sammelt. Wie mache ich das am besten so? Das muss natürlich eine Einbahnstraße sein, fällt mir gerade auf, dass die Autos nur in die eine Richtung fahren können. Die ganzen Laster, die LKWs. Und dann haben wir hier so eine kleine Pufferzone, da kann sich es auch ruhig mal ein bisschen stauen. Und bauen dann hier so eine Einbahnstraße. Und hier kommt der Güterbahnhof dran. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo war denn der? Ja. Gefälle zu steil. Wo ist denn da das Gefälle zu steil? Ich bitte dich. Deine Mutter. Hey, da war's doch. Ja, cool. Okay, cool. Das haut hin. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie das ist. Die Fahrzeuge, die ganzen Autos, die fahren dann halt hier so zack rein und hier wieder raus, ne? Ich hoffe, das verstopft dann hier nicht allzu sehr.
Werden wir gleich alles im Live-Betrieb sehen. So, das führt dann hier einmal so zusammen auf diese Straße. Genau, dann kommen sie sich nicht so ganz in die Quere. Das sollte eigentlich passen. Und sobald sie dann hier weg sind, dann wird das ganze Zeug, also ne, die ganzen Autos hier, LKWs, die werden wieder zurück auf die Straße geführt. Und zwar wird hier einfach so ein kleiner Tunnel gebaut. Der kommt dann, geht dann hier so runter und genau, der führt dann hier wieder so schön auf die Straße drauf. So, und die Fläche lassen wir jetzt einfach leer. Da können wir im Notfall dann noch ein bisschen umbauen. Haben wir noch ein bisschen Platz. Und das Ganze muss jetzt natürlich gleich auch noch angeschlossen werden an das ganze Schienennetz. Aber vorher erst einmal, ich überlege gerade, ich habe ja natürlich vergessen, jetzt die auf die Spur hier drauf zu hauen. Ich würde sagen, das mache ich aber auch unterirdisch. Jetzt hier einfach mal so einen Abzweiger. Einmal hier drüber geht und dann, passt das? Natürlich passt das nicht. Ah, Mist. Jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das? Ja, ich brauche noch, so ein paar Zentimeter hier. So. Und ja, jetzt ist natürlich die Spur im Weg. Ich glaube, ich reiße das einfach nochmal ab. Da kann ich jetzt natürlich nicht. Geil. Na? So geht's, genau. Jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen mittiger hier bauen. So, und so kriege ich das Ganze nämlich jetzt auch hoch hier. Ja, doch, das... Ja, so passt es. Das Schöne, der Vorteil in Tunneln ist, man hält halt die Oberfläche so ein bisschen frei, ne? Und dann kann man hier halt noch, keine Ahnung, sonst was hinbauen. Parkanlagen oder... Wie man gerade... Was man gerade so machen möchte, wo man gerade lustig ist. So. Mal gucken. Dann geht der hier einmal runter, ne? Vielleicht mit so einer kleinen Kurve noch drin. So. Und wie gesagt, langfristig soll hier hinten ja auch noch ein weiteres Industriegebiet hin. Ich baue nämlich jetzt schon mal die Brücken hier. Dass ich das nachher nicht vergesse. Gut, das sollte passen. Kommt hier so eine sechsspurige Straße, ne, wie hinten auch, die dann einmal hier so weggeht, zack, und na, selber auch nochmal. Hier so eine kleine Einbahnstraße, die einmal rüber geht und das ist auch eine Einbahnstraße, glaube ich, ja. Genau. Das geht hier noch runter, führt dann hier hinten drauf. Und dann geht das anschließend hier wieder. Ja, hier brauche ich jetzt sogar gar keine Tunnel bauen, glaube ich. Das geht auch ganz gut ohne. Na, hier einmal so drauf. Und ja, vielleicht mit der Auffahrt hier hinten. Das können wir, glaube ich, ganz schön mit dem Tunnel machen. Indem wir den einfach hier so nach hier vielleicht abgrenzen, abzweigen lassen. Na, können wir dich hier nach unten verlegen? Geht das? Ja, das geht. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so das günstigste Gefälle zu steil. Da ist wieder hier irgendwas im Weg da hinten. Ja, wie ich mir gedacht habe, die Brücke. Brücke ist im Weg, dann lasse ich den hier einfach schon früher abgehen, den Tunnel. Dann passt das nämlich auch. So, und dann baue ich hier noch so eine kleine Kurve rein. Dann kann der Tunnel hier hochkommen und genau, die können hier alle gut abbiegen wieder. Wenn ich schon dabei bin, ich würde sagen, auch wenn wir das Gebiet noch gar nicht brauchen aktuell, ich plane es dennoch schon mal. Und zwar kommt dann hier einfach, hier hinten kommt so eine Abfahrt hin, so eine Kurve. Zack, einmal hoch. Genau, einmal hier rüber und die geht dann einmal hier rüber und schließend hier runter. Ah, Mist, jetzt kollidiere ich da so ein bisschen. Mal gucken, dass ich das... Ah, dass das immer einrastet hier. Das ist irgendwie... Das nervt. Das muss ich anders machen. Vielleicht so lang... Irgendwie langgezogen hier. Na, es geht nicht. Ja, muss ich das hier noch ein bisschen anders drehen. Dass es halt auch wirklich gerade nachher abschließt mit dem ganzen Mist hier. Ja, so. Alles klar, du gehst dann einmal hier rüber, bis nach hier hinten, dann kommt hier eine Kurve, zack, und dann geht's anschließend hier wieder rüber, genau, und dann kannst du einmal hier hochfahren zum Güterbahnhof oder du gehst wieder auf die Autobahn. So, dann müssen wir mal gucken, dann kommt hier nämlich die Kurve hin und ist einmal hier rüber. Und ja, jetzt brauche ich natürlich, muss ich noch die andere Seite anschließen. Ich würde sagen, da kann ich aber auch wieder ganz elegant mit Tunneln arbeiten. Hoffe ich. Mal gucken, ob es passt. Könnte natürlich ziemlich eng werden. Ja, ah, Gefälle zu steil, sagt er mir.
Passt leider nicht. Vielleicht auf der Seite. Nee, ist glaube ich auch ein bisschen zu eng. Dann baue ich den Tunnel einfach hier hin. So, dann kann er nämlich einmal hier so rüberführen. Zack, hier und dann... Na? Führe ich den hier wieder drauf. So, genau. Dann können wir hier nämlich langfristig schon ein Industriegebiet dann später planen. Da muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich die Straße hier nochmal rüberziehen, sehe ich gerade, wenn ich das Gebiet hier dazu kaufe. Egal. Damit ich es halt nicht vergesse. Da kommt jetzt auf jeden Fall noch der Güterbahnhof hin. Muss ich mal gerade gucken. Hier ist er. Zack, der passt auch super. Das ganze Ding muss jetzt natürlich noch an den Strom angeschlossen werden. Jetzt haben wir wieder diese wunderhübschen Oberleitungen. Da kommen wir halt nicht drum rum. Die müssen natürlich sein. So. Die stellen wir dann einmal hier rüber. Zack, hier und bis ins Industriegebiet. So, dann hast du auch Strom. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Folge angelangt. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal eben kurz hier die Schienen auf jeden Fall fertig bauen. So, einmal hier rüber. Und jetzt mal gucken, haben wir hier drüben noch einen Schienenanschluss? Nein, haben wir nicht. Dementsprechend kommt dann hier so eine kleine Wendemöglichkeit für die Züge hin. So, dann können die hier auf jeden Fall wenden. Und genau, dann kommt hier noch der Anschluss, der dann hier einmal so quer rübergelegt wird. So, soll eigentlich ganz gut, sollte hinhauen. Einmal hier nach rechts, einmal hier nach links. So, und dann haben wir das Ganze angeschlossen an das komplette Bahnnetz. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, das gucken wir uns auch alles in der nächsten Folge dann an. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und Abo da lassen, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Memphises. Ciao.